Dies hier ist ein magischer Moment, ein kleines bisschen Hoffnung, wenn man gerade nicht dran denkt. Ich suche jeden Abend die Frequenz, falls irgendwer da draußen die Signale nicht empfängt. Das geht in dieser Phase nur beschränkt, wir waren nur ein paar Tage lang getrennt, doch der Schaden ist immens. Betrachten alles, was wir haben, als Geschenk, doch merken erst, dass unser Klima warm ist, wenn es brennt. Was soll ich sagen, es wird eng, viel zu lange wollten wir den Ernst der Lage nicht erkennen. Egal ob Präsident, egal ob Arzt oder Student, niemand hier ist gegen die Gefahren resistent. Jeder sitzt im selben Boot, kein Plan, wohin es lenkt. Die letzte große Welle hat den Hafen überschwemmt. Ich finde keinen Schlaf, versuch die Ängste jeden Abend zu verdrängen. Don't shut me out. Denn ich hab Haus und Garten. Doch was ist mit denen, die kein Zuhause haben? Die da draußen schlafen, die in der Kälte frieren. Es könnte so einfach sein, helf ich dir, helf ich mir. So viele finden keinen Platz, denn wir sind 8 Milliarden. Doch wir sind satt, haben paar Batzen und einen krassen Wagen. Wir sollten statt zu klagen ab und zu mal Danke sagen. Denn manche haben nicht mal was im Magen. Ganz egal wohin ich blicke, ich sehe so viele Helden, die bisher nicht im Geschichtsbuch stehen. Wir selber müssen uns wagen, den nächsten Schritt zu gehen. Wir können nicht warten, bis der Wind sich dreht. Wir können nicht warten, bis die Lage eskaliert. Egal was auch passiert, seit Tagen isoliert. Doch die Zielgerade im Visier. Bis dahin dürfen wir den Draht zueinander nicht verlieren.